Herzlich willkommen hier wieder zum Let's Play von Plants vs. Zombie. Wir laden uns erstmal mit Samen hier, also Sonnenblumen auf jeden Fall, Erbsenkanonen. Ja, die Hagelzuckererbs ist auch eigentlich immer gut beim Verteidigen von Zombies. Ja, jetzt noch drei. Ich finde die, ja wohl. Ja doch. Weil das Problem ist halt, dass der Schnapper immer extrem lang zum Kauen braucht. Also, los geht's mit Pflanzen. Immer erst die Sonnenblume. Und hier ist immer schon Sonnen einpflanzen. Einsammeln. Boah. Ja. Nein, ich brauche noch eine Sonne. Dankeschön. Ja. Ich habe letztens bei der ARD so einen Beitrag gesehen. Okay, jetzt. Ich weiß, ganz viele im Internet halten jetzt nicht unbedingt so viel vom Fernsehen. Ich bei manchen Dingen auch nicht. Ich schaue jetzt auch nicht mehr so oft Fernsehen, aber manchmal kommt schon auch was ganz Gutes. Zum Beispiel kam dann so ein Beitrag dazu, zu dieser Spionagesache. Also es waren zwei Reporter und der eine war dann halt unterwegs und so und die andere und hatte dann halt zugestimmt, dass die andere halt im Zuge dieser Reportage oder Dokumentation, es war so ein Mix aus beidem, muss man eigentlich sagen, dass die halt ihn eigentlich hacken und überwachen darf und so. Und dann hat sie sich, also die Reporterin, halt Hilfe oder Unterstützung, muss man sagen, von drei, ich sage jetzt mal Spezialisten geholt, obwohl es halt nicht irgendwelche Spezialisten sind, wie man sie ja gerne im Fernsehen hat. Ich bin, oder solche Experten, ja, ich bin Experte, weil ich schon mal was von der NSA gehört habe, was weiß ich. Solche Experten hat man ja gern bei allen möglichen Sachen immer sitzen. Nee, es waren halt zum Beispiel einer, der unterstützt diverse Firmen in Fragen von Sicherheit und so. Und vielleicht hat es ja auch der eine oder andere von euch gelesen bei Chips diese Nachricht oder den Artikel dazu, dass die NSA eigentlich jeden, der zum Beispiel das Tor-Netzwerk nutzt, als potenziellen Terroristen sieht, weil wer hat es schon nötig, seine Daten zu verschlüsseln, wenn er nicht was zu verbergen hat, also. Und ja, wieder zu der Reportage zurück. Es war dann halt extrem krass, was eigentlich alles möglich ist. Also klar, irgendwie können die schon auf einiges zugreifen, das denkt man sich schon, aber ging dann halt hauptsächlich in großen Teilen auch darum, was über diese Clouds eigentlich möglich ist. Weil wenn wir jetzt mal überlegen, irgendwie speichert man heutzutage schon immer mehr in der Cloud ab, aber was das jetzt genau bedeutet, weiß halt eigentlich keiner wirklich. Also, okay, es ist jetzt von überall abrufbar und ich brauche ein Kennwort und so dazu. Und eigentlich wirkt sie erstmal ganz gut für einen, aber das Problem ist halt, dass da dann halt Riesenkonzerne und ich sage jetzt mal zum Großteil auch US-Konzerne dahinter stecken, die dann halt mit der NSA zusammenarbeiten, aber auch so. Die hatten es dann so gemacht, dass sie ihm eine Mail geschickt haben mit einem Programm, was dann die E-Mail-Passwörter und damit den Zugriff auf die Cloud gewährt haben. Und dann in dieser Cloud lagen dann halt diverse Backups
von PC und Handy. Und über diese hatte man natürlich immense Möglichkeiten. So, wir sind hier aber erstmal weiter. Der Duplinator, der schießt zwei Erbsen auf einmal ab. Ja, nächstes Level, würde ich sagen. Mache es auch heute wahrscheinlich wieder so, dass ich immer am Stück aufnehme und dann am Ende einfach zerschneide. Platzer. Sonnenblume. Ja, und dann ging es halt so eigentlich mit diesem ja relativ harmlos los. Ist es jetzt auch nicht unbedingt selten. Wir kriegen immer öfter auch solche Nachrichten. Bei dem Dienst oder bei dem Dienst wurden ganz viele Passwörter geklaut oder halt durch Hackerangriffe wurden diese E-Mail-Konten gehackt und dann wird über diese E-Mail-Konten halt auf die Cloud zugegriffen und in dieser Cloud waren halt alles Mögliche drin, was dann halt auch diverse Zugriffe gegeben hat. Dann war es auch über dieses Backup und dann halt einen geholten Fingerabdruck, den man halt über ein Glas hatte von der Person und um diesen Fingerabdrucksensor oder die, ja doch, kann man glaube schon sagen, Fingerabdrucksensor, der jetzt ja bei den neuen iPhones verbaut ist, um den zu durchdringen, hat man halt eine Kopie von diesem Fingerabdruck von dem, ich sage jetzt mal Opfer, ist ja eigentlich auch ein Opfer, angefertigt und damit kann man halt in dieses iPhone rein, wo man einfach dieses Backup, was in der Cloud lag, drauf gespielt hat. Und da waren dann halt schon riesige Möglichkeiten. Und übers Online-Banking und solche Sachen kann man auch auf noch mehr zugreifen. Und ganz am Ende von dieser Sache war es denn so, dass er auf sein Konto nicht mehr zugreifen konnte. Seine kompletten sozialen Netzwerke wurden auch eigentlich übernommen, so dass die Person denen eigentlich ausgeliefert wurden. Geworden war es bald gewesen ist und zum Beispiel auch so rechte Sachen, also dann lag am Ende irgendeine rechte Zeitschrift im Briefkasten und es wurde auf den Namen, auf seinen Namen dann irgendwelche Pizza bestellt und solche Sachen, die man dann alles selbst gezahlt hat oder die er dann eigentlich selbst gezahlt hat uns nicht wirklich mitbekommen hat. Oder es wurde dann auch die Wohnung verkauft oder zum Verkauf angeboten, so, weil man halt einfach schon extrem viele Möglichkeiten hat. Und standen plötzlich alle möglichen Vermieter oder potenziellen Mieter vor der Tür. Ist auch ein bisschen komisch. Und so hat der Reporter es dann halt auch geschildert. Und es war dann auch so, dass ganz am Ende dann das Flugticket einfach zurückgebucht wo oder umgebucht worden ist oder retourniert, heißt es so, also zurückgegeben wurde, was im Internet gebucht worden war und dann ist er mit seinem einzigsten Bargeld, was er halt noch hatte, bis zum Frankfurter Flughafen, wenn ich richtig bin, gekommen. Und da saß er dann halt eigentlich total, also ohne irgendwas noch machen zu können, weil seine Bankkarte hat nicht mehr funktioniert, weil das alles stückchenweise ausgeschaltet wurde. Sein Handy hat auch nicht mehr funktioniert. Und solche Sachen, also er hatte eigentlich nur noch das, was er am Leibe trug. Und das ist schon relativ krass.
Wenn man jetzt halt bedenkt, dass das Ganze nur davon ausgelöst worden ist, dass halt über die Cloud-Sachen so auf die Daten oder halt durch diese Überwachung da eigentlich, die ja übers Internet kam, das auf die Person herein oder über die Person hereingebrochen ist. So müsste man das sagen. Ich fand es zumindest erschreckend, also klar, also die Sache, dass jetzt Spione von den Amerikanern in diversen deutschen Behörden sitzen, ja, irgendwie so richtig schockieren tut es mich jetzt nicht, weil irgendwie solche Sachen kann man sich bei dem, was man von Amerikanern mit dieser ganzen NSA-Sache gehört hat, schon, da traut man denen einiges zu, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt doch so, dass die Sache einen dann direkt betrifft. Und das macht vielleicht auch so ein bisschen den Unterschied. Also deswegen finde ich es jetzt, auch wenn es die Amerikaner natürlich extrem krass finden, dass wir jetzt direkt so hart drauf reagieren, weil irgendwie spionieren tut ja jeder und man kann ja Deutschland nicht immer vertrauen und so. Ja, aber also ich finde es, wir brauchen keinen Überwachungsstaat, weil in gewisser Weise ist das, was wir heutzutage haben, schon ein relativ krasser Überwachungsstaat, auch wenn es jetzt nicht von unserem Staat ausgeht, sondern vom amerikanischen Staat und wahrscheinlich auch diversen anderen Staaten. Also die Briten haben ja auf jeden Fall auch eine Überwachung und so. Also Prism und Tempra sind ja die beiden Systeme von Briten und Amerikanern. Ja. Naja. So, hier haben wir eine Nachricht.